Ich war geschäftlich auf der Durchreise. Ich war schon relativ lange auf der Autobahn unterwegs und wurde wirklich müde. Als ich auf die Uhr schaute, war es 23 Uhr. Ich war mir wirklich sehr unsicher, ob ich diese Nacht durchfahren möchte und beschloss mich relativ schnell dagegen. Laut Navigationssystem hatte ich noch 5 Stunden vor mir. Meine Augen fielen mir zu. Ich würde es nicht schaffen, ohne am Lenkrad einzuschlafen. Also beschloss ich, nach einem naheliegenden Motel zu schauen. Ich machte kurz eine Rast und schaute auf dem Handy. Ich fand eins. Es hatte relativ schlechte Bewertungen und sah auch nicht wirklich gut aus. Aber in diesem Moment war es mir relativ egal. Ich brauchte einen Schlafplatz und so mitten auf der Straße wollte ich auch nicht in meinem Auto schlafen. Ich fuhr also von der Schnellstraße runter und fuhr über eine relativ lange Landstraße, bis ich das Motel fand. Ich parkte direkt davor und an einem Schild stand, dass die Rezeption 24 Stunden lang offen ist. Ich stieg aus meinem Auto aus und lief in Richtung des Motels. Es sah wirklich etwas heruntergekommen aus, ein paar Leuchtreklame, aber es war schon in Ordnung. Ich dachte mir, für die eine Nacht wird das schon passen. Ich ging rein und dort saß ein Mann hinter dem Tresen. Er sah ziemlich unzufrieden aus und schlecht gelaunt. Ich fragte ihn, ob sie noch ein Zimmer für heute Nacht frei hätten. Er schaute mich an und sagte, ja, 69 Euro. Ich schaute ihn an und dachte mir, 69 Euro für eine Nacht in einem heruntergekommenen Motel? Na gut. Ich wollte in diesem Moment auch nicht diskutieren oder handeln. Ich gab ihm also das Geld. Er gab mir einen Zimmerschlüssel. Es war die Nummer 42. Ich sagte, wo genau finde ich das Zimmer? Er sagte, raus, um die Ecke nach oben, zweite Tür. Vielen Dank, sagte ich. Ich lief also wieder nach draußen, holte meine Wertsachen aus dem Auto, ging die Treppe hoch, öffnete die Tür und da stand ich. In einem relativ heruntergekommenen Zimmer. Es wirkte ziemlich alt, um ehrlich zu sein. Wirklich sehr altmodisch, ein unglaublich alter Fernseher, ein altes Radio. Auch die Gardinen und das Bett waren relativ historisch, würde ich schon fast sagen. Wie auch immer, ich war unglaublich müde, waschte mir das Gesicht, zog mir die Schuhe aus und legte mich ins Bett. Ich las noch einen Artikel im Internet, als es auf einmal an der Tür klopfte. Ich war etwas verunsichert, denn es war zu diesem Zeitpunkt schon relativ spät. Ich dachte mir, habe ich vielleicht irgendetwas unten an der Rezeption verloren? Ist das der Mann von der Rezeption? Ich lauschte erstmal nur und dann klopfte es am Fenster. Hallo, Hilfe, rief jemand. Ich bin verletzt. Können Sie mir aufmachen? Ich brauche Hilfe. Ich war etwas verunsichert. Warum sollte jemand um diese Uhrzeit bei mir klopfen und nach Hilfe rufen, wenn direkt unter mir die Rezeption war? Ich spickte leicht durch den Vorhang und konnte einen Mann erkennen. Er starrte mich direkt an. Meine Tarnung war also aufgeflogen. Ich machte den Vorhang auf und fragte ihn, was denn los sei. Er hielt seine Hand hinter dem Rücken und sagte, er sei verletzt. Er hätte sich an der Hand verletzt. Ob er reinkommen könnte, er würde gerne die Polizei alarmieren. Ich sagte ihm, es tut mir leid, aber direkt unter mir ist die Rezeption. Fragen Sie lieber danach, die werden Ihnen besser helfen können. Der Mann wirkte auf einmal ziemlich enttäuscht und wütend. Er schaute mich an und sagte, würden Sie nicht mal einem Mann in Not helfen? Ich sagte, natürlich, aber ich bin unglaublich müde. Verzeihen Sie, aber direkt unter Ihnen ist die Rezeption. Die werden Ihnen helfen. Ich zog den Vorhang wieder zu, lief zur Tür und versuchte sie nochmal richtig zuzumachen, da ich mir anfangs schon etwas unsicher war, da die Tür klemmte. Ich rüttelte ein paar Mal, doch sie ging nicht auf. Ich legte mich wieder ins Bett und schlief relativ schnell ein. Ich wurde wach, mitten in der Nacht, denn mir war kalt. Ich merkte, dass ich aufgedeckt war. Habe ich so komisch geschlafen, dass ich mir die gesamte Decke runtergerissen habe? Ich war relativ müde und konnte meine Augen kaum aufmachen. Also griff ich an das Bettende und versuchte meine Decke wieder über mich dann. Sah ich es. Eine Gestalt. Schon eher eine Person, welche direkt am Ende meines Bettes saß. Sie saß auf meiner Decke, so dass ich die Decke nicht zu mir herziehen konnte. Und in diesem Moment bekam ich Panik.
Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Also lag ich einfach nur da und tat so, als hätte ich es nicht mitbekommen. Die Person sagte, sie bleiben jetzt ganz ruhig. Wenn sie tun, was ich will und sage, wird ihnen nichts passieren. Es war so dunkel, ich konnte fast nichts erkennen. Die Person sagte, wo ist ihr Geldbeutel und ihre Wertgegenstände? Ich war etwas panisch und sagte, in der rechten Hosentasche meiner Jeans. Die Person lief hin, ich hörte es klimpern, das waren meine Schlüssel. Diese schmiss sie aber auf den Boden. Und dann konnte ich hören, wie sie das Portemonnaie in meiner Jeans fand. Sie sagte, haben Sie sonst noch etwas? Ich sagte, nein. Gut. Dann war das letzte Mal, dass Sie mich sehen. Gute Nacht. Die Person verließ mein Zimmer. Ich wartete ein paar Sekunden, setzte mich auf, packte meine ganzen Sachen, schnappte meinen Autoschlüssel, lief nach unten in die Rezeption, meldete den Fall und rannte direkt zu meinem Auto. Ich fuhr mehrere Kilometer, ich war total in Adrenalin, bis ich irgendwann an eine Raststätte kam, welche relativ vertrauenswürdig aussah. Die Nacht verbrachte ich im Auto. Ich konnte kaum ein Auge zudrücken. Ich bin mir bis heute zu 100% sicher, das war die Person, welche am Abend noch vor meinem Fenster stand und um Hilfe bittete. Es war höchstwahrscheinlich ein Trick, um die Person reinzulassen, damit sie mich schlussendlich überfallen kann.